Wer sich mit Shakespeare auskennt, wird sich in Verona wohl bestens zurechtfinden. Denn hier leben zwei verfeindete Familien. Und deren Kinder sind, wie könnte es anders sein, ineinander verliebt. Und da haben wir auch schon die junge Julia mit ihrem Romeo. Die werden sich jetzt erstmal romantisch küssen. Doch Vorsicht, im Wohnzimmer sitzt Julias Opa und er ist gar nicht gut, auf Romeos Familie zu sprechen. Jetzt knutschen die beiden auch noch auf der Couch. Zum Glück ist der Opa gerade woanders im Haus mit seinem Hobby, dem Malen, beschäftigt. Julias kleine Schwester Hörnia nimmt da lieber ein Bad. Jetzt wird's mir aber ein bisschen zu viel mit prickelnder Erotik. Ich glaube, wir verlassen das Haus und schauen mal lieber zu einer anderen Familie. Die Familie Sommernachttraum hat alle ihre Freunde zu einer Party geladen und wir sind natürlich auch dabei. Schauen Sie übrigens oben, wie auf der Bühne die Tanja Sommernachttraum mit unserem alten Freund Romeo tanzt. Der hat wohl mehrere Eisen im Feuer. Und weil es eben eine so laue Sommernacht ist, hüpft die Hausherrin auch gleich mit in den Whirlpool. Damit endet unser kleiner Besuch in Verona Village.